Das ist ein prima Schritt fürs Erste. Es ist eine Win-Win-Geschichte für alle, außer für die Bayern, falls Sebastian Hoeneß wirklich ernst macht und beim VfB bleibt. Liebe VfB-Fans, es gibt gute Nachrichten. Unser gemeinsamer Weg geht weiter. Das hat Sebastian Hoeneß höchstpersönlich selbst gerade verkündet. Der Weg geht weiter für ihn. Und zwar nicht beim FC Bayern, sondern beim VfB Stuttgart. Er verlängert seinen Vertrag bis 2027. Also nochmal zusätzlich 2 Jahre obendrauf. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist live mit dieser brandfrischen Nachricht. Die Bahn streikt, die Lufthansa streikt, Marcel Reif streikt nicht. Aber er sitzt deshalb auch heute in München. Einen schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Gerade frisch auf den Tisch die Nachricht, Sebastian Hoeneß verlängert beim VfB Stuttgart. Was sagt uns das? Wenn ich das richtig gelesen habe, stand da auch, bleibt weiß-rot. Okay. Oh. Erstens gut für den VfB und zweitens gut für den VfB. Was meine ich damit, sibyllinisch? Also, wenn er beim VfB wirklich bleibt und verlängert und erfüllt seinen Vertrag, super. Ich finde das, eine tolle Entscheidung, weil er selber noch reifen muss. Der FC Bayern wird noch länger bestehen und dann kann man nochmal zusammenkommen. Wenn aber die Dinge sich dann anders entwickeln würden und er hat einen laufenden Vertrag, müsste der, wie heißt das heute, der aufnehmende Verein, das wäre dann ja wohl der FC Bayern, müsste der aufnehmende Verein dem abgebenden Verein, das wäre der VfB Stuttgart, ja eine gewisse Kompensation zukommen lassen. Ich habe gelernt, im Profifußball Verträge sind eine tolle Sache. Das ist ein prima Schritt fürs Erste. Es ist eine Win-Win-Geschichte für alle, außer für die Bayern, falls Sebastian Hoeneß wirklich ernst macht und beim VfB bleibt und das auch gewillt ist, dann ist eine weitere Option für den ruhmreichen Serienmeister perdu. Ich höre da schon so ein bisschen die Skepsis raus aus vielen Jahren Fußballgeschäft, dass Verträge halt oft nur ein Stück Papier sind. Wir wissen auch nicht, ob er eine Ausstiegsklausel hat oder nicht. So ganz genau weiß man nicht, was drinsteht. Aber es ist ja auch erstmal ein Zeichen für den VfB, dass es da erstmal in der Richtung weitergeht. Und jetzt zu sagen am Saisonende, nee, das war doch nicht so ganz ernst gemeint, jetzt das war nur ein Trick, um die Ablöse vielleicht ein bisschen hoch zu jatzen, glaubt man irgendwie nicht, oder? Nein, und das ist ja auch mit gutem Grund ein gutes Zeichen für den VfB, weil er mit dem VfB und der VfB mit ihm ja gerade eine Cinderella-Geschichte hinlegt. Das ist ja märchenhaft, das ist ja mindestens so dramatisch großartig wie das, was Bayer Leverkusen da abliefert. Nein, so meine ich das auch nicht. Das ist nicht eine in Wochenfrist. Aber nun lassen Sie mal Übergangsphasen ins Land gehen. Pass auf, warum soll ich unken? Glückwunsch an den VfB. Für ihn ein super Trainer, der weitermacht. Glückwunsch an Sebastian Hoeneß, der mit einem richtig guten Verein, mit durchaus ansprechenden finanziellen Möglichkeiten mittlerweile in diesem doch sehr gut ausgestatteten Tal da am Neckar, tolle Sachen machen kann. Er kann reifen. Der wird noch bei anderen Clubs aufschlagen und das werden nicht kleine Clubs sein. Dann sind wir denn schon beim FC Bayern und der Trainersuche und dem Spiel gegen Lazio Rom. Sie waren am Dienstag selbst im Stadion beim 3:0 gegen Lazio. War das jetzt der beste FC Bayern dieser Saison, den wir da gesehen haben? In diesem Spiel ja. Das mit die beste Leistung. Ich wüsste keine andere, wo sie so seriös von A bis Z durchgespielt haben. Aber der FC Bayern hat keine Konstanz hingekriegt in den seit Monaten, schon unter Nagelsmann nicht und dann nicht auch nicht unter Thomas Tuchel. Insofern, das ist abzufragen morgen, 15.30 Uhr, was das wert war. Die Mannschaft hat jedenfalls gezeigt, wozu sie fähig ist. Allerdings, und das muss man auch wieder einschränkend sagen, gegen einen Gegner bei aller Liebe und allem Respekt, das war jetzt nicht die höchste aller Aufgaben. Ich wage zu behaupten, es wird gegen Mainz 05 schwieriger. Die Frage ist ja auch, wird sich die Mannschaft gegen Mainz ebenso aufraffen? Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, die haben sehr wohl gewusst, was am Dienstag auf dem Spiel steht. Und ich habe mich so ein bisschen an 74 erinnert. Wissen Sie warum? 1974 an die Weltmeisterschaft. Da hat Helmut Schön nach dem 0:1 gegen die DDR
das Zepter so ein bisschen an die Mannschaft abgegeben. Franz Beckenbauer hat die Mannschaft danach aufgestellt und danach wurden wir Weltmeister. Ich habe das Gefühl, widersprechen Sie gerne, dass die Mannschaft das jetzt irgendwie selbst ein bisschen in die Hand genommen hat bei Bayern. Aber das war doch die Grundidee bei der Geschichte Tuchel, Ende der Ägide in Bayern oder bei Bayern wird jetzt verkündet und im Sommer ist Schluss. Warum hat man das gemacht? Weil die Herren in der Kabine jetzt in der Verantwortung sind und weil sie auf dem Prüfstand sind und weil es Umbrüche geben wird und die könnten jeden betreffen. Und jeder ist gut beraten, jetzt mal zu zeigen, dass er weiterhin die Absicht hat und weiterhin die Chance bekommen möchte, für den ruhmreichen FC Bayern auf den Platz zu laufen. Und diese Mannschaft hat das umgesetzt. Einerseits bravo, bravo, andererseits auch mir war das noch nie sympathisch, wenn Mannschaften sich ihre Spiele aussuchen oder die Momente aussuchen, wo sie abliefern, was sie können. Das ist keine gesunde Geschäftsbasis. Aber es war ein erster Schritt. Nehmen wir das Positive und die Bayern können wirklich vieles Positive da rausnehmen, weil es hatte wieder so ein bisschen was von Dominanz, von Leichtigkeit, von Spaß am Fußballspielen und Spaß daran, das abzuliefern, was man kann. Aber nochmal, das ist ein Spiel gewesen, das musstest du gewinnen gegen Lazio. Die nächste Runde in der Champions League wird, weiß ich nicht, um ein Vielfaches problematischer. Und in der Liga hast du 10 Punkte Rückstand und im Pokal bist du rausgeflogen. Also so, dass sich jetzt alle da in der Kabine krachend auf die Schenkel klopfen müssten, so weit sind wir noch lange nicht. Apropos krachend, Thomas Tuchel kann man nicht vorwerfen, dass er kein Engagement zeigt. Er hat sich den Zeh gebrochen bei seiner Motivationsrede. Also das kam auch noch obendrauf. Wir hören uns mal an, was Max Eberl nach dem Spiel gesagt hat. Wer mit dem Kopf in die Vergangenheit schaut, der schaut mit dem Arsch in die Zukunft. Also natürlich habe ich versucht, ein paar Dinge rauszuhören, aber es geht jetzt nicht darum, große Analyse zu betreiben, sondern es ging im Grunde in den Tagen, jetzt von Freitag bis heute, ein Stück weit eine Positivität zu schaffen, zu unterstützen und jetzt nicht zu fragen, was ist alles verkehrt gelaufen. Weil jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern und jetzt können wir es nicht mehr ändern. Wir haben eine Ausgangslage, das habe ich ja bewusst auf der PK gesagt, wir haben eine Ausgangslage, wir sind Jäger beiden Wettbewerben. In der Bundesliga haben wir 2 Punkte verloren. Champions League haben wir jetzt die erste Jagd gewonnen. Jetzt geht es dann weiter nach der Auslosung. Und dann geht es einfach darum, das Aktuelle gerade zu bewerten. Und natürlich höre ich mir an, was der eine oder andere fühlt. Aber es ist auch nur eine subjektive Wahrnehmung. Und ich versuche mich aus dieser Melange von Meinungen dann eine Richtung rauszuholen. Ist das jetzt die Rolle von Max Eberl, ist das jetzt eine Hilfe für Thomas Tuchel oder macht ihm das schwieriger, das Leben schwieriger, weil jetzt ja auch Eberl ein Ansprechpartner für die Spieler ist. Ich glaube, Thomas Tuchel ist raus aus dem Spektrum, was ist schwieriger, was ist leichter. Er hat ja selber gesagt, Klarheit bringt Freiheit. Klarheit heißt, wir haben verkündet, dass im Sommer Schluss ist. Es gibt nichts mehr rumzudeuteln. Er kann tun und lassen, was er will. Max Eberl ist viel zu lange im Geschäft, als dass er versuchen würde, einem Champions-League-Sieger. Und das muss man immer wieder nochmal betonen. Also wir reden hier über Thomas Tuchel, der ein paar Dinge auf dem Konto hat und auf der Naht hat. Also dass Max Eberl jetzt in die Kabine geht, mit den Spielern redet und da reinredet, ist absurder Quatsch. Deswegen, Tuchel, ist es völlig wurscht. Sie werden eine professionelle Basis finden. Dazu sind sie viel zu lange im Geschäft, viel zu gut in ihrem Job. Nochmal, sie können beide mit dem Finger auf die Spieler zeigen. Ihr wollt immer spielen, dann habt ihr die Chance, dann spielt ihr so einen Schrott, dann kriegst du eben nicht mehr in der A-Aufstellung, dann musst du halt warten. Oder im Spiel selber, weißt du was, offenbar hast du doch nicht mehr die große Lust, vielleicht möchtest du doch am Saisonende dir einen anderen Arbeitsplatz suchen. Ich denke, das ist jetzt wirklich die große Freiheit. Ich bin nur gespannt, wie Thomas Tuchel damit umgeht. Also so bestimmte Dinge zu machen, aber das wirkte so nicht in der Aufstellung schon gegen Lazio. Ich glaube, dass er ganz pragmatisch an die Sache rangeht. Ich hole hier jetzt das Beste raus und zwar ohne Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten. Hat er ja selber in seiner Pressekonferenz, in dieser Abschiedspressekonferenz, Verkündungspressekonferenz gesagt, ich muss jetzt nicht mehr dran denken, was ist nächste Saison, wie reagiert der Spieler, ist er jetzt vielleicht, müsste ich den oder doch nicht, sondern du, pass auf, der passt mir besser in das, was ich heute an Matchplan habe und der andere nicht. Und Max Eberl wird ihn dabei unterstützen. Nochmal, es geht um ein paar Ergebnisse noch, was am Ende bei rumkommt, wenn wir sehen,
Meisterschaft halte ich für unwahrscheinlich. Champions League, weiß ich nicht. Irgendein Affe fällt aus dem Nest und du hast irgendwie plötzlich Weihnachten und Ostern zusammen. Lass uns das mal abwarten. Das gegen Lazio sah sehr pragmatisch aus. Ein Sportchef, Eberl, der nach hinten den Rücken frei hält und ein Trainer, der in großer Klarheit und Freiheit tun und lassen kann, was er will. Wie hat Ihnen Joshua Kimmich auf der rechten Seite gefallen? Das ist die ewige Diskussion, Kimmich rechts Mittelfeld. Wie Sie sagen, er hat dank seiner großen Freiheit jetzt pragmatisch entschieden, Kimmich nach rechts gestellt. Ist das wirklich auch die Dauerlösung? Wenn Sie mich das am Samstag gefragt hätten, nach dem Freiburg-Spiel, hätte ich gesagt, er hat weder Lust, noch stimmen da die ganzen Abläufe, also irgendein Mathis Tell, der da hinten nichts tut und ihm nicht hilft. So kann man nicht professionell Fußball spielen auf dem Niveau. Also das geht gewaltig in die Binsen. Jetzt gegen Lazio hattest du das Gefühl, Kimmich hatte Lust. Kimmich hat das gezeigt, was er kann und dass er Rechtsverteidiger spielen kann. Das hat ihn ja erstmal in die Position gebracht, dass wir heute solche Grundsatzdiskussionen um ihn führen. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich weiß es selber noch nicht. Ich weiß es selber noch nicht, wo er wertvoller ist. Ich bin gespannt, ob die Lücke, und das wird eine Lücke sein im Mittelfeld, die gerissen wird, wenn ein Kimmich in Topform, was er schon länger nicht mehr so war, aber der hat große Spiele abgeliefert, da auf der Sechserposition. Haben die Bayern wirklich den Ersatz dafür? Der junge Pavlovic ist wirklich ein super Versprechen auf die Zukunft und spielt jetzt schon unfassbar konstant für sein Alter. Aber in dem Alter hast du Schwankungen. Goretzka, was will er? Will er eher der defensive Part sein, eher der offensive Part sein? Ich bin mal gespannt. Ich denke, sie werden auch kadermäßig was tun. Und Kimmich wird sich überlegen, ist der FC Bayern das Biotop, in dem ich mich bewegen möchte, auch in Zukunft? Oder nee, ich glaube, ich möchte doch im Mittelfeld spielen und dann suche ich mir halt einen Club, der das anders zu schätzen weiß als bei den Bayern. Aber da wird er auch dann andere Leistungen zeigen müssen. Also das Thema ist noch nicht durch. Fürs Erste, denke ich, wird er rechts spielen, weil das, wie gesagt, eine pragmatische Lösung ist. Im Prinzip haben Sie ja ihm einen Vereinswechsel ans Herz gelegt gerade. Meinen Sie noch, dass er für einen Top-Club in Europa attraktiv genug ist? Die Wette würde ich halten. Also ich habe es ihm nicht jetzt, bitte, Sie werden mich nicht jetzt den Bayern da zu Fraß vorwerfen. Nein, ich habe nichts vor ihm, eben nichts angeraten, sondern nur, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich selber auch fragt, bin ich am Ende der Reise oder möchte ich nochmal was anderes probieren? Und die Menschen haben ja nicht vergessen, bei anderen Clubs, was er kann. Also Manchester United würde im Moment jeden kaufen, der ihnen einen Schritt weiterhilft. Und anderswo, Barcelona soll auch Interesse gehabt haben. Also lassen Sie uns mal abwarten. Ich glaube, das Thema Kimmich in vielfacher Beziehung wird uns im Sommer und durch den Sommer begleiten. Gott sei Dank, wir haben ja noch viele gemeinsame Sendungen vor uns. Dann sprechen wir von Kimmich jetzt wieder zur Trainersuche. Und wir zeigen mal, wie Marcel Reif für den Schweizer Sender Blue hart recherchiert hat, um den Namen des künftigen Bayern-Trainers herauszubekommen. Dann habe ich noch eine Schlussfrage. Du weißt, wir Schweizer sind verschwiegen, wir sind verlässlich. Wer wird der neue Trainer im Sommer? Gib mir einen Namen. Es sind so viele Namen, die um mich herum schwirren. Und wenn ich nach 5 Tagen schon einen neuen Trainer hätte, dann wäre es eine der schnellsten Trainereinstellungen in dieser prekären Situation. Spaß. Also wir machen uns unsere Gedanken, Christoph und ich, und werden uns sehr genau anschauen, welcher Trainer am besten passt. Es gibt Rahmenbedingungen, die versuchen wir zu lösen. Aber erstmal will ich heute weiterkommen. Also nicht mal dem verschwiegenen Schweizer hat das verraten. Oder hat er es ihm vielleicht doch verraten, als die Kamera aus war? Ich wette mit Ihnen, er hat nichts zu verraten im Moment. Sondern Sie sind wirklich auf der Suche nach der Lösung. Und die sitzen nicht unter Bäumen im Moment und langweilen sich die Namen und die Typen, die da in Frage kämen, sondern dieser Sommer, das habt ihr doch gerade in der Sportbild schön dick gezeigt, dieser Sommer ist ein absurder. Sowas habe ich in langen Jahren des Fußballbegleitens auf dem Niveau nicht erlebt. Also von Liverpool ganz oben da im Nordwesten bis nach Barcelona sucht man Trainer. Und zwar nicht irgendwo in der dritten Liga, sondern bei Clubs, die wirklich die allerbesten Adressen suchen sie Trainer. Und
Das ist ein Hauen und Stechen um die Besten. Und dann bin ich mal wirklich gespannt. Wenn Sie mich jetzt fragen und festlegen wollten, wer wird's denn? Sebastian Hoeneß wird es nicht. Das haben wir gerade geklärt für diesen Sommer. Und das geht jetzt ja auch nicht mehr dann um ein paar Wochen, sondern da geht's mindestens um 2-3 Jahre Vertrag. Kann Ihnen im Moment keinen liefern. Beim besten Willen nicht. Mal helfen Sie mir. Haben Sie eine Idee? Ich habe am Ende der Sendung in der Stimmt- oder Stuss-Thesenabfrage eine Idee, die werde ich natürlich jetzt noch nicht verraten. Man landet immer wieder bei Xabi, okay, bei Xabi Alonso. Das ist halt das Phantom von München. Das wäre doch ganz einfach. Xabi Alonso setzt sich in den Zug oder Bus oder Flixbus, Privatflieger, werden sie auch noch hinkriegen, und fliegt nach München und unterschreibt und alle sind glücklich. Außer, dass ich ziemlich überzeugt bin davon, dass Xabi Alonso, und ich werde nicht müde, das zu sagen, wir kommen ja gleich zum Europapokal, in Leverkusen drauf und dran ist, über Wasser zu laufen, plus dort alle Möglichkeiten hat, noch zu reifen, plus, und das ist meine Vermutung, aber nochmal, ich kann ja völlig falsch liegen, aber Stuss oder stimmt, jetzt schon mal kurz angedeutet, für mich ist er der nächste Real Madrid-Trainer nach Carlo Ancelotti. Und es wird auch Zeit, weil ich Real gesehen habe diese Woche in der Champions League gegen Leipzig, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, es wird Zeit, aber Carlo wird ein Jahr dort noch machen, wird Mbappé sozialisieren und einnorden in dem Laden dort und ihm klar machen, dass Real immer noch größer als jeder einzelne Spieler ist. Und danach, 25, wird Xabi Alonso nicht den Flixbus nach Süden nehmen, sondern doch auch nach Süden, aber nicht so runter, sondern ein Stück weiter links auf der Karte und nach Madrid durchfahren. Ja, dann wird's schon schwierig. Die Namen, die jetzt schon so durchgenudelt werden konnte, Mourinho, das ist ja alles irgendwie vom Gefühl her, wo man sagt, nee, das ist es nicht. Ne? Lieber Gott, lieber nicht. Lieber Gott, lieber nicht. Ja, also gut, ich bin froh, dass ich nicht Max Eberl bin und einen Trainer suchen muss. Das ist sehen Sie in der Bundesliga noch irgendjemanden, außer Sebastian Hoeneß, der ist raus, der das machen könnte? Ich will niemandem zu nahe treten, aber ernsthaft nein. Ich glaube, es werden De Zerbi jetzt von Brighton and Hove Albion wird gehandelt, weil er ein großer Taktiker ist, aber ein Italiener, der kein Deutsch spricht. Ist das Conte, ist ein solcher Disziplinfanatiker mit der Kabine, da müsstest du wirklich den Laden völlig auf links drehen. Mourinho ist für mich raus, das ist nicht vermittelbar, hoffentlich nicht vermittelbar in München. Unai Emery von Aston Villa, denke, da habe ich mich so ein bisschen reingebissen, das könnte was sein, aber die Bayern brauchen auch einen Namen. Das ist der Fluch der guten Tat, in dieser Kabine musst du auch jemanden hinstellen, der einen Namen hat, weil sonst, weiß ich nicht, die Granden da mit den Fußballschuhen sagen, oh, nee, das ist aber noch unter unserem Niveau. Aber ein Name fällt mir schon noch ein, Zidane. Zidane, befürchte ich, wird eher Richtung Juventus Turin gehen, weil dort ist die Ära Allegri zu Ende irgendwann, weil die hinter der Musik herlaufen, hinter Inter Mailand. Ja, Zidane könnte ich mir gut vorstellen, wenn er selber sagt, du pass auf, ich will was Neues machen. Sprache, wissen Sie was, bei FC Bayern sprechen mehr Französisch als Deutsch mittlerweile, glaube ich. Das wär nicht der Punkt. Ja, sehr gern. Gut, ich hoffe, unwahrscheinlich, glaube ich, aber gern. Aber vielleicht haben wir Max Eberl ja ein bisschen geholfen jetzt und mal sehen. Wenn es Zidane wird, können wir sagen, wir haben Helden. Dafür sind wir ja da. Genau. Und das ehrenamtlich quasi. Wir wechseln von der munteren Trainersuche des FC Bayern zu dem Verein, der einen Top-Trainer hat und der irgendwie unschlagbar ist. Selbst gestern lag Leverkusen 0-2 hinten schon in Aserbaidschan gegen Karabakh. Und am Ende hat es doch nur zu einem 2-2 erreicht. Hätten Sie gedacht, wenn die Leverkusener jetzt auf einmal doch ein Spiel verlieren und doch sozusagen wieder zu den Sterblichen des Fußballs werden, das könnte noch irgendeinen Einfluss auf die Saison haben? Ja, aber natürlich ist das ein Punkt. Bei einer Mannschaft, um die geht's. Bei einer Mannschaft, die noch nie groß was gewonnen hat und die so jung ist, dass dann eine Niederlage plötzlich größeren Schaden anrichtet als bei irgendwelchen Herrschaften, die sagen, na, gewinnt man mal, verliert man, komm, jetzt beruhigt euch mal. Wenn im Kopf dann plötzlich noch groß und breit wird, hey, wir haben ja doch was zu verlieren, dann kann da was passieren. Aber schauen Sie, dann passiert gestern diese Nummer. Also der stellt eine Mannschaft auf mit 8 Veränderungen zum Spiel gegen Köln. Lässt Wirtz und Xhaka raus. Wir haben immer gelobt, was für einen tollen Kader sie haben. Die Nummer 17, die Nummer 18, die kommen und sind auch können es. Aber
gestern hast du gesehen, wir reden hier nicht über Aliens, über Außerirdische, sondern wir reden über die Bayer Leverkusen. Und bei Bayer Leverkusen, wenn du Xhaka rausnimmst und wenn du Florian Wirtz rausnimmst, dann ändern sich ein paar Dinge. Und wenn du die wieder reintust, dann ändern sich wieder ein paar Dinge. Das muss nicht zum Unentschieden reichen, aber es hat wieder zum Unentschieden gereicht. Das heißt, dieser Trainer hat dieser jungen Mannschaft wieder gesagt, pass auf, ich habe da eine andere Idee gehabt, aber die habe ich dann mal korrigiert. Wir haben ein bisschen was umgestellt und ihr habt doch gesehen, wie es läuft. Und schon fahren wir wieder ungeschlagen nach Hause. Deswegen Ihre verklausulierte Frage, könnte das, hätte das können, es hat aber nicht, sondern die fahren nach Hause und sagen, Mensch, unser Trainer, das ist nicht zu fassen. Also wenn der sagt, im Himmel ist Jahrmarkt, weißt du was, dann ist halt im Himmel Jahrmarkt. Und das hilft, wenn man einem Trainer so glaubt. Siehe Bayern, wenn manche Dinge nicht mehr so automatisch laufen. Bei Leverkusen laufen sie auf eine Art, die ist uns allen ja selber unheimlich. Ja, und Xabi Alonso hat heute Morgen noch vor Ort in Baku eine Pressekonferenz gegeben. Und da hat er Folgendes über Florian Wirtz gesagt. Wir hatten eine einfache Situation, aber ich habe Flo gesehen sitzen und er war bereit. Er hat diese Wünsche, zu Impact zu haben, zu spielen. Ich wusste, okay, ich habe Flo bereit. Ich warte ein bisschen und ich erwarte einen großen Impact von Flo, aber ich hatte diese in Augen, diese Zeigen, dass ich will spielen, ich will helfen. So, das war super und er hat sehr gut gemacht. Er hat es in den Augen gesehen von Florian Wirtz, dass er spielen will. Und Wirtz hat ja auch noch das Spiel umgerissen, ein Tor geschossen zum 1:2 und schickt dann in letzter Minute. Ja, bei Bayern hätte man gesagt, das ist wieder Bayern-Dusel, aber Bayer-Dusel gibt's nicht. Da scheint ja doch irgendwas hinterzustecken. Und das macht eben, wir machen doch hier keine Haltungsnoten für Xabi Alonso, sondern wir beurteilen doch Dinge, die er tut und nicht was er tut. Er guckt ein Spiel, er lässt einen Spieler raus, weil er sagt, der Florian, der rennt sich den Kittel wund. Und wenn Sie den in den letzten Spielen mal gesehen haben, wie viele Kilometer da abnudelt, das ist ja keiner, der sagt, so, jetzt kommt Florian Wirtz, zeigt euch mal, wie was man mit der Kugel alles machen kann. Da habt ihr gar keine Ahnung, was ich euch. Der kann ja Dinge, die können andere nicht. Aber was er auch tut, er rennt sich den Kittel wund für die Mannschaft. Und dem hat er mal eine Pause gegönnt. Und dann ging's schief gestern, lange Zeit. Und dann hat er ihm in die Augen geguckt und der Kleine sagt, das ist ja nur ein junger Kerl, sagt, ich würde gern, komm, lass mich. Und dann entscheidet der an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt, ja. So, das ist gut. Das macht einen erfolgreichen Trainer aus. Das ist nicht alles Zufall im Fußball. Ja, das Runde muss irgendwann mal ins Eckige, geht aber auch mal eine Latte oder geht knapp vorbei oder wird abgefälscht. Aber manche Dinge kann man richtig und falsch machen. Und das, was Xabi Alonso mit zum Beispiel gestern gemacht hat, war, das Spiel war doch unansehnlich. Das war die schlechteste erste Halbzeit, die ich in der Saison von Leverkusen gesehen habe. Aber wie du so etwas reparierst am Ende und mit 2:2 nach Hause fährst, das macht doch was mit dieser Mannschaft auch. Die glauben doch dem Trainer. Florian Wirtz wird noch mal einen Kilometer mehr laufen, wenn Xabi Alonso zu ihm sagen würde, ich brauche dich noch mal einen halben Kilometer mehr. Und das sind Dinge, die erklären den Leverkusener Höhenflug. Das ist nichts, weiß ich, das schneit nicht vom Himmel und ist nicht eine Ansammlung von Zufällen, sondern das ist gemacht. Naja, es zeigt natürlich auch irgendwie, man kann viel über Taktik diskutieren, über die abklappende 3 und dieses und jenes. Am Ende kommt es halt auf den Menschen an. Und wenn ein Trainer den Zugang hat, und dann sind wir doch wieder, sie legen mir doch die ganze Zeit diese Dinger so ein bisschen auf den Tisch. Wenn es nicht mehr klappt menschlich zwischen einer Mannschaft und einem Trainer, siehe FC Bayern, das ist, sonst würden die sich ja nicht trennen. Und bei Leverkusen funktioniert das. Jeder einzelne Spieler glaubt dem Trainer das, was der sagt. Und der weiß, dass der Trainer nicht auf eigene Rechnung spielt, nicht um nächstes Jahr beim FC Bayern aufzulaufen, sondern weil er mit dieser Mannschaft was erreichen möchte. Und mit diesem Club. Und so ziehen sie alle gemeinsam an einem Strang. Und so hat man mir das als D-Jugendspieler mal gesagt. Wenn wir das alle gemeinsam machen, können wir tolle Dinge gewinnen. Hat sich nichts daran geändert, offenbar. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wären sie am Ende deutscher Meister. Davon dürfen wir ausgehen. Ja.
Thomas Müller hatte ja nach dem Lazio-Spiel noch mal so angedeutet, man hoffe ja doch noch, dass da was ginge für die Bayern. Aber ich glaube, nach diesem 2:2 gegen Karabakh wird das nichts mehr. Es gab in der Champions League noch eine zweite deutsche Mannschaft, die gespielt hat neben Bayern. Leipzig 1:1 in Madrid ist eigentlich ein ordentliches Ergebnis, kann man sagen. Am Ende sind sie trotzdem raus. Es gab eine Szene, die für Aufregung gesorgt hat. Vinicius Junior hat Orban hart attackiert, sah aus wie eine Würgerei. Herr Reif, spontan die Frage, haben Sie im Fernsehsessel oder wo immer Sie da saßen, gesagt, das ist ein Platzverweis? Ja, weil es zweimal gelb, muss gar nicht glatt rot sein, aber davor war ein Stoßen und zwar massiv. Klare gelbe Karte hat er auch dafür gekriegt. Und dann passiert diese Geschichte und er greift mit zwei Händen an den Hals. Und zwar massiv, nicht nur so ein leichtes Tätscheln und Wegstoßen leichtes, sondern war schon ziemlich klar. Für mich war das ein Platzverweis. Und im Übrigen, das war nicht die einzige Szene. Toni Kroos, der ja noch nicht bekannt ist dafür, reinzuhauen wie ein Kesselflicker, hat zwei Fouls begangen, die sind in der Summe 100% gelb-rot. Also dieser Schiedsrichter ist vor Real im Bernabeu eingeknickt. Ob Leipzig das am Ende dann gewonnen hätte, weiß ich nicht. Das ist immer alles, wenn, dann der. Und dann hätte doch Vinicius das Tor gar nicht gemacht. Vielleicht hätte es ein anderer gemacht. Leipzig hatte so viele Torchancen, war in zwei Spielen die bessere Mannschaft und hat am Ende selber vergurkt. Deswegen nur mit dem Finger auf diese Szene zeigen, ist zu wenig. Aber Real war auch nicht so überzeugend, dass man sagt, wow, Top-Favorit für die Champions League. Nee, Real hat, wie gesagt, so schwach habe ich sie schon lange nicht gesehen. Carlo Ancelotti mit einer ängstlichen Aufstellung, nur mit einem Stürmer. Die haben ihren 112. Geburtstag gefeiert an dem Abend. Also die laden mich zum Geburtstag ein, servieren lauwarmen Wein und abgestandenes Bier und irgendwelche matschigen Sandwiches. Das ist nicht euer Ernst. Also wenn wir schon Geburtstag feiern, dann anders. Nein, das war eine ganz schwache Leistung von Real. Für mich nicht, im Moment nicht im Favoritenkreis, aber das habe ich schon 100-mal gesagt. Und dann kamen die alten und jungen Herren wieder ums Eck und haben wieder was anders gemacht. Wer ist denn für Sie der Favorit im Moment? Dazu kommen wir doch jetzt gerade. Wenn die so spielen, wie sie spielen, wenn sie ihr Zeug runterspielen, sind sie einfach, musst du sie erstmal schlagen. Das mal, so weit würde ich gehen. Okay. Sie meinen die Blauen aus Manchester. Dazu kommen wir jetzt. Ja. Das stimmt. Ist das Maß der Dinge. Ja, das Maß der Dinge. Aber in England ist das Maß der Dinge nur auf Platz 2. Ein Punkt hinter Liverpool und am Sonntag kommt es an der Anfield Road zum Duell der Giganten. Man könnte sagen Liverpool gegen Manchester City. Man kann natürlich auch sagen Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola. Eine Quizfrage. Wer hat bei den Duellen in England, also seit beide Trainer in England sind, mehr gewonnen, Guardiola oder Klopp? Ich glaube Klopp. Experte, ist ja klar, sind sie ja auch. Ja, Tatsache ist, Klopp hat, wir müssen es jetzt sehen, es gab 21 Duelle, Klopp führt mit 8:7 und 6-mal gab es Unentschieden. Allerdings, bei den Titeln, da ist Pep vorne 12 Titel gewonnen, 8, nur 8, in Anführungszeichen, Jürgen Klopp. Da ist natürlich auch die Champions League bei beiden, aber auch die englische Meisterschaft und die Pokalwettbewerbe. Ja, was ist Ihr Gefühl für Sonntag in England? Schon eine andere Sportart im Vergleich zu vielem anderen, was wir sonst so sehen. Wenn du dieses Spiel, also dieses Spiel verpassen sollte man nicht, wenn man Spaß am Fußball hat. Ich glaube auch nicht, dass da zu Tode taktiert wird. Das wird Klopp nicht zulassen. Klopp hat auch die durch Klarheit die absolute Freiheit, dass der gesagt hat, im Sommer bin ich weg. Schluss, die Reise ist zu Ende. Jetzt wird, bevor Liverpool in einem Meer von Tränen versinkt, werden sie erst mal feiern wollen. Und diese Mannschaft, wenn du siehst, was sie da abliefert, das ist schon, boah, du hast schon das Gefühl, die haben noch mal irgendwo einen siebten Gang gefunden, den Jürgen Klopp Gedächtnisgang und Verabschiedungsgang. Also City wird es schwer haben und Liverpool wird es gegen City schwer haben. Das ist Fußball auf höchstem Niveau. Das muss einem nicht gefallen, weil da das ist ja auch vieles mit sehr viel Geld so entstanden und so gebaut worden. Aber wenn du Geld vernünftig einsetzt, gewinnbringend einsetzt, da und dann bei den beiden hast du das Top-Niveau, das es zurzeit im Weltfußball geben kann, glaube ich. So ist das und beide haben ihre Generalproben sozusagen gewonnen. Manchester City in der Champions League gegen Kopenhagen und Liverpool 5:1 bei Sparta Prag. Und wir hören mal, was Jürgen Klopp zur Europa League und zu seiner Einschätzung sagt.
Niemand muss sich Sorgen machen, dass wir die Europa League nicht ernst nehmen. Wir geben immer unser Bestes, so auch heute. Es ist nicht so, dass wir denken, wir schaffen das hier mit nur 80% Leistung. Wir haben Fehler gemacht, das ist menschlich, aber wir haben hart gekämpft. Das habe ich auch in der Kabine gesehen. Die Jungs spüren die Intensität des Spiels und sind glücklich über das Ergebnis und geben weiter alles. Ja, Herr Reif, hatten Sie Sorgen, dass Jürgen Klopp die Europa League nicht ernst nimmt? Das war irgendwie eine seltsame Frage, auf die er gerade geantwortet hat, oder? Ich glaube, Jürgen Klopp würde jedes bescheuerte Trainingsspiel zu Ende auf Sieg coachen. Das kannst du auch nicht machen. Das kann nicht mal der ruhmreiche FC Liverpool. Du kannst nicht an irgendeiner, so wie die Heizung höher drehen oder ein bisschen runter. Das geht nicht. Entweder du nimmst und willst diesen Wettbewerb und nimmst ihn an, oder du fliegst in der ersten Runde raus gegen Barfuß Hotzenplotz. Da sie das nicht machen und da sie die Titel sammeln wollen und er sich verabschieden möchte mit einem Quadruple, wird er jeden, der da nicht mitzieht. Und sie haben gestern einiges zugelassen an Chancen gegen Prag und in Prag, haben dann aber selber vorne ein solches Theater aufgeführt und 5 Dinger reingehämmert. Aber der wird erstmal die Fehler auch angucken. Und wenn es irgendwie jemanden da gibt, der findet, Europa League ist aber doch nicht Champions League, wir würden doch lieber Dienstag, Mittwoch spielen, wird er das jedem nochmal klar machen. Und bisher, wenn er jemandem was klar machen wollte in Liverpool, ist das auf durchaus fruchtbaren Boden getroffen. Ich habe auch so das Gefühl, dass durch die angekündigte Abschiedstournee, dass da noch mal viel mehr freigesetzt worden ist in Liverpool. Wenn man auch gesehen hat, wie die den Ligapokal gefeiert haben, irgendwie wird das jetzt noch mal ein Wernummer Klopp Monate und dann bauen sie im Denkmal, das weiß ich nicht, 100 Meter hoch ist. Ich hoffe, dass man dann noch ins Stadion reinkommt, an diesem Denkmal vorbei. Also das, ja. Sie werden sehen, das ist beispiellos. Also, und die wissen auch, was sie ihm zu verdanken haben. Und noch mal, verdammt noch mal, mit allem Recht. Liverpool war eine Witznummer geworden in England. Nicht mehr ernst zu nehmen. Die anderen haben die großen Dinge gewonnen und Liverpool ist hinterher marschiert und in seinen eigenen Traditionen irgendwo verstrickt. Und dann kam der und hat das Ganze auf links gedreht und hat, oder rechts, oder nochmal links und nochmal rechts und hat mit ihnen die Premier League gewonnen, was ewig nicht war, die Champions League gewonnen. Was willst du noch mehr? Also das ist eine Geschichte. Und in Liverpool sind sie notorisch heulsusig und notorisch sentimental. Also ich hoffe, dass Liverpool noch Liverpool heißt in den nächsten Jahren und nicht Klopppool. Klopptown. Ging auch. Heulsusig war aber nicht gerade nett gerade. Wie meinen Sie das jetzt? Emotional, you'll never walk alone-mäßig? Oder? In allem. Da ist so viel mehr als nur 3 Punkte, um die da am Abend gespielt wird, sondern es ist manchmal fast zu viel. Erinnert ein bisschen an Schalke, aber Klammer zu. Und ein Tick besser als Schalke. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die Sie aus anderen Sendungen kennen, aus der Sendung Bild Sport, die Sonntag auch wieder bei Welt TV läuft, um ein bisschen Werbung zu machen. Übrigens mit Dieter Hoeneß, dem Vater von Sebastian Hoeneß. Das kann ganz spannend werden, oder es wird bestimmt ganz spannend am Sonntag. Und diese Rubrik lautet Stimmt oder Stuss. Der Studiogast kriegt 4 bekloppte Thesen an den Kopf geworfen und er kann mit Stimmt oder Stuss antworten, natürlich auch begründen, warum. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis Nerfrener für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Fremner für Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zurmnerbarnerf Wenewaf. Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn. Werbung Ende. Und wir fangen doch mal seriös an, würde ich mal sagen. Seit Mittwoch tickt die Uhr für die EM noch etwas schneller. Mittwoch waren es genau 100 Tage bis zum Startschuss. Die These lautet, Marcel Reif ist schon richtig im EM-Fieber. Stimmt oder Stuss? Ja, dann eher Stuss. Soweit bin ich noch nicht.
Lass mich doch bitte wie heißt das immer, die Länderspielpause abwarten. Und dann gucken wir mal, wie die deutsche Nationalmannschaft, das Nagelsmann-Team, sich schlägt gegen Holland und gegen Frankreich. Wenn die Spiele gegen Holland und Frankreich halbwegs vernünftig über den Rasen gehen, bin ich bereit, in den Fiebermodus zu schalten. Und dann ziehen Sie ein Deutschland-Shirt an? Oder wie muss man sich Marcel Reif vor dem Fernseher vorstellen bei Länderspielen? Unwahrscheinlich. Stuss. Stuss, nochmal Stuss. Ich bin sicher, wir werden noch das ein oder andere Stuss kassieren. Vielleicht auch bei der nächsten These. Julian Nagelsmann wird bei den März-Länderspielen gegen Frankreich und Holland siegen und endlich seine EM-Elf finden. Und in dieser EM-Elf wird Mats Hummels keinen Platz mehr haben. Stimmt oder Stuss? Im Moment eher stimmt. Oh. Aber zur Wiedervorlage. So einfach kann ich es Ihnen leider nicht machen. Hummels spielt im Moment keine Rolle bei Borussia Dortmund. Und wenn ein Spieler nicht spielt im Club, kann der nicht von heute auf morgen Nationalmannschaft spielen. Nagelsmann wird die Mannschaft in etwa so aufstellen, wie er sich die Mannschaft vorstellt, die dann bei der EM spielt. Da ist er auch sehr gut beraten, weil das sind, glaube ich, die beiden letzten Testspiele. Ob er die gewinnt, da haben wir doch schon, also Holland, da Augenhöhe muss sein. Frankreich, da versuchst du dich gegen die Besten. Und richtig gewählt, lass mal gucken. Aber Mats Hummels, wie gesagt, mir tut's leid im Moment irgendwas. Ich kann nicht reingucken in die Dortmunder Kabine, was da die Ideen sind. Es wirkte mal gesetzt und war auf dem besten Wege ein Stabilisator auch in der Nationalmannschaft dahin zu sein. Aber wenn er keine Spielpraxis hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er Nationalmannschaft spielt. Wen sehen Sie denn in der Innenverteidigung aktuell? Rüdiger ist gesetzt. So, und dann müssen wir mal gucken. Das ist offenes Spiel. Süle, wenn er endlich wieder auf Top-Niveau ist, ist schon ein guter Innenverteidiger. Tah, Leverkusen. Der ist nicht der schlechteste, wie wir ja gerade sehen. So, jetzt kommt These Nummer 3. Und die löst das Trainerproblem des FC Bayern. Der FC Bayern wird jetzt alle Spiele gewinnen und dann eine große Wende hinlegen und Thomas Tuchel bleibt doch Trainer bei Bayern. Stimmt oder Stuss? Stuss. Aber dass sie alle Spiele gewinnen können, oh, Sie meinen auch international auch, oder? Also auch Champions League. Uiuiuiui. Also das wäre eine, da hätten wir wirklich Spaß an der Geschichte. Dass sie alle Spiele gewinnen könnten, halte ich für nicht unwahrscheinlich in der Liga, wenn sie an ihr Top-Niveau gehen. Und nochmal, Champions League, da brauchst du Losglück, Matchglück, was weiß ich alles. Das kann alles passieren. Das wäre natürlich ein, da würde der Fußballgott aber viel Zeit haben, sich ein Späßchen zu machen. Und Thomas Tuchel geht hier mit einem, als Champions-League-Sieger vom Acker. Meister werden sie nicht, weil selbst wenn sie alle Spiele gewinnen, bin ich überzeugt davon, dass Leverkusen den 10-Punkte-Vorsprung nach Hause fährt. Und den Rest gucken wir uns an. Also eher Stuss. Eher Stuss. Aber dass Tuchel dann, dass man sich alle in den Armen liegen und sagt, Thomas, bleib doch ein bisschen noch, du hast ja Vertrag, das halten Sie für ausgeschlossen? Für Stuss, ja. Das halte ich für Stuss, weil ich auch glaube, dass Thomas Tuchel längst sich Gedanken gemacht hat, wie es für ihn weitergeht. Okay, jetzt haben wir schon zweimal Stuss eingesammelt und der letzte Versuch ist für die Freunde der zweiten Liga, da gibt es ja auch einige. Der HSV steigt wieder nicht auf. Stimmt oder Stuss? Stuss. Ich glaube, dass Baumgart sie hinkriegen wird. Und der Schuss von Bug jetzt gegen Osnabrück in Unterzahl, die Osnabrücker, die als Tabellenletzter da in Hamburg gewinnen, das ist war vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil da kann er noch mehr in die Kiste greifen und seiner Mannschaft Dinge klar machen. Also ich glaube, da kommt zusammen, was zusammengehört und der Rest schwächelt ja auch. Kiel auch nicht, gewinnt auch nicht alles. St. Pauli hat sich jetzt in Schalke abfieseln lassen. Da ist viel in der Luft und Baumgart ist einer, der das einfängt. Ihr Wort in unserem Ohr. Damit haben Sie Stimmt oder Stuss überstanden und jetzt zum Schluss die üblichen Tipps. Zum Wochenende schauen wir mal, was Marcel Reif für den Spieltag vorhersagt. Klar, mit dem Höhneschub gewinnt der VfB 2-1 gegen Union. Bayern gewinnt gegen Mainz, ist jetzt auch nicht so überraschend. Gladbach, Köln 3-0, das ist doch ziemlich klares Ergebnis. Sind die Kölner wirklich so schwach? Ja, ich glaube, sie haben sich am letzten Wochenende gegen Leverkusen wirklich nochmal richtig gestreckt.
und am Ende wieder nichts geholt. Ich glaube, da kommt langsam so das Gefühl, wir kriegen es nicht hin und das lähmt. Ja, dann sehe ich noch eine kleine Überraschung. Bremen-Dortmund 1:1. Man denkt ja eigentlich, die Dortmunder haben jetzt wieder so ein bisschen Schwung gekriegt und Samstagabend ein Dämpfer in Bremen. Auch bei Dortmund denkt man ja immer irgendwas und dann zeigen sie, dass sie es doch auch noch anders können. Also, wenn Dortmund sein Zeug auf den Platz bringen täte, regelmäßig, wären sie nicht da, wo sie jetzt sind in der Tabelle. So ist das. Herr Reif, vielen Dank für das Nichtstreiken heute aus München. Und wir freuen uns alle, wenn Sie auch wieder hier im Studio sind, wenn es wieder rollt in Deutschland. Erstmal herzliche Grüße nach München. Einen schönen Tag und Ihnen auch schönes Wochenende. Danke. Tschüss.